Der berufliche Wiedereinstieg nach einer Karenz ist eine sehr herausfordernde, aber wichtige Phase für das Berufsleben einer Frau. Der Einstieg nach einer Karenz muss fristgerecht geplant werden. Wir empfehlen grundsätzlich auch, während der Karenz Kontakt mit dem Arbeitgeber zu halten. Es ist auch möglich, geringfügig zu arbeiten oder auch Urlaubsverteidigungen zu machen. Wichtig ist natürlich, die Kinderbetreuung zeitgerecht zu planen und circa 6 Monate vor Ablauf der Karenz ein Gespräch mit dem Vorgesetzten zu führen. Wesentlich ist jedoch, spätestens 3 Monate vor Ablauf der Karenz die Elternteilzeit schriftlich zu melden. Kommt es zu keiner Einigung mit dem Arbeitgeber, ist es wichtig, Verhandlungen zu führen. Wenn es zu keiner Einigung kommt, empfehlen wir immer, den Betriebsrat, die Betriebsrätin zu den Gesprächen beizuziehen. Und wenn dies auch nicht zum Erfolg führt, empfehlen wir auf jeden Fall, die Interessensvertretungen beizuziehen.